Willkommen bei Sozial- und fachlichen Betreuung. Jetzt geht es um das Thema Polizei und Verkehr. Ja, die Polizei. Warum gibt es denn überhaupt Verkehrszeichen? Das gehört ja auch zur Polizei und zum Verkehr. Früher ging es auf den Straßen noch recht gemütlich zu. Die Menschen waren zu Fuß, zu Pferd oder im Pferdegespann unterwegs. Heute gibt es auf den Straßen so viele Autos, Motorräder, Fahrräder und Fußgänger, dass es ohne Verkehrsregeln ein furchtbares und gefährliches Durcheinander gäbe. Man schaue sich die asiatischen Länder an oder die afrikanischen. Deshalb wurde eine Straßenverkehrsordnung eingeführt, an die sich alle Verkehrsteilnehmer halten müssen. Da heißt die Grundregel, jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder gar verletzt werden kann. Die Behinderung ist natürlich auch mit dabei. Der Straßenverkehr ist getrennt durch Schnell- und Autostraßen, Übergänge, Brücken, Fuß- und Radfahrwege, Parkstreifen sowie Bürgersteige. Da sich der Verkehr aber kreuzen muss, sind Verkehrszeichen nötig, wie zum Beispiel Ampeln, Vorfahrts- und Stoppschilder sowie Zebrastreifen für Fußgänger und so weiter. Fällt an einer verkehrsreichen Kreuzung einmal die Ampel aus, regelt der Verkehrspolizist den Verkehr. Der steht meist in der Mitte, hat man bestimmt schon mal gesehen. Und wozu braucht man dann den Führerschein? Ganz klar, der Führerschein ist ein amtliches Schriftstück und die Erlaubnis, ein Fahrzeug zu führen. Damit, wie man den Führerschein bekommt, muss man in einer Fahrschule Fahrunterricht nehmen, die theoretische und die praktische Prüfung bestehen. Für die verschiedenen Fahrzeugklassen wie Personenkraftwagen nennt man auch Auto, Lastkraftwagen, Motorräder. Ja, da gibt es verschiedene Führerscheine für alles. Mit dem Führerschein Klasse A kann man ein Motorrad fahren. Mit dem Klasse 2 einen großen Lastwagen. Und mit dem Klasse 3 ein ganz normales Auto. Heute ist glaube A, B, ich muss mal meins schauen. Den Führerschein der Klassen 1 bis 3 kann man mit 18 Jahren quasi bekommen. Den Klasse 2 mit 21, weil vor allem jugendliche Fahranfänger besonders häufig Unfälle verursachen, wurde bei uns für sie 1986 der Führerschein auf Probe eingeführt. Fahranfänger müssen sich erst 2 Jahre im Straßenverkehr bewähren, ehe sie den endgültigen Führerschein erhalten. Also ich hatte ja auch meine 2 Jahre Probezeit. Was macht die Polizei? Die Polizei ist eine staatliche Behörde. Sie hat dafür zu sorgen, dass die Bürger in Sicherheit leben können. Die Polizei arbeitet im Innen- und Außendienst. Die uniformierte Schutzpolizei regelt den Verkehr und verfolgt die Übertretung von Vorschriften. Die Kriminalpolizei in Zivilkleidung ermittelt bei Strafvergehen und Verbrechen. Für das Pass- und Meldewesen ist auch die Polizei zuständig. Damit die Polizei ihre vielen und umfassenden Aufgaben bewältigen kann, ist sie mit modernsten Mitteln ausgerüstet. Zur Verkehrsüberwachung stehen Polizeifahrzeuge, Motorräder, Radar- und Funkgeräte sowie Hubschrauber zur Verfügung. Die Kriminalpolizei arbeitet mit modernsten Computern und Fernmeldeanlagen, Chemielaboren zur Spurensicherung und Verbrecherkarteien. In der Drogenbekämpfung oder bei großen Fahndungs- und Suchaktionen werden besondere ausgebildete Polizeihunde ausgebildet. Hat man bestimmt auch schon mal im Fernsehen gesehen bei den Polizeisendungen. Die Aufgabe der Polizei ist es, die verschiedenen Straftaten zu verfolgen, nicht jedoch entsprechenden Strafen dafür festzusetzen. Das macht das Gericht.
Ja, steht doch hier, dass es muss ein Gericht tun. Und wofür braucht man Gesetze? In jedem Spiel gelten bestimmte Regeln, die ja allen Spielern gleiche Chancen geben sollen. Hält sich ein Spieler nicht an die Regeln und gewinnt dadurch, ist dies ungerecht. Ja, und den anderen Spielern gegenüber. Dieser Spieler wird bestraft und vom nächsten Spiel ausgeschlossen. Was für das Spiel die Spielregeln sind, ja, sind die Gesetze für das Leben in der Gemeinschaft. Sie legen die Rechte und Pflichten des Einzelnen fest. Hält sich einer nicht an die Gesetze, fügt er die Gemeinschaft Schaden zu. Und dann kommt es zum Letzten, wenn jetzt der Schaden vollstatten ist. Wer muss ins Gefängnis? Ins Gefängnis muss jemand, der eine Straftat begangen hat, zum Beispiel Diebstahl oder Einbruch. Er ist von der Polizei dabei erwischt worden, wie er verhaftet, also ja, erwischt worden, wird er verhaftet und vor Gericht gestellt. Dieses verurteilt den Täter dann zu einer Straftat angemessenen Gefängnisstrafe. In einem Gefängnis sind die Hälfte, ja, sind die Häftlinge in Einzel- oder Gemeinschaftszellen untergebracht. Sie können während ihrer Haftzeit arbeiten und erhalten auch einen eigenen geringen Lohn. Das war es zum Thema, ja, Polizei und Verkehr. Bis dahin noch viel Spaß und tschüss.